Wir müssen mal beim Malen gefilmt werden, dass man mal sehen, wie der Prozess von Ihnen ausgeht. Ach, da schlafen Sie ein wahrscheinlich. Nee, das wäre doch mal sehr interessant. Na, das ist nicht interessant. Wäre das nicht mal vorschlagen? Wenn er noch malen würde. Ja, also von Anfang bis Ende. Das wäre doch. Stellen Sie sich vor, zum Beispiel in meinen Obelisten habe ich mal registriert die Zeit. Da habe ich 240 Stunden dran gearbeitet, weil der Film und das ist ja. Nee, das geht natürlich nicht. Da kann man immer nur so kleine Ausschnitte. Also das Ding anzustreichen, naja, das sind in 3-4 Stunden gemacht, fertig, ja. Aber das entwickelt und gemacht und umgemalt und dies und hin und her, 240 Stunden. So. Ja. Und dann fragen Sie mich, wenn der das verkaufen soll, was soll ich da nehmen? 100 oder 200? 250 vielleicht? Oder was soll ich nehmen? 240 Stunden. Ja. Das ist die Frage. Was ist dann? 3.000? Das ist so viel Geld. So wenig Farbe, ja? Naja. Also bei mir malen ist es, erstmal drehe ich mich 2 Stunden ab und gehe, bevor ich anfange. Und dann sitze ich am Schreibtisch erstmal ein paar Tage. Und dann hole ich mindestens 30 Studien raus, die in der Gegend liegen, die von Vorarbeiten sind. Ich habe tausende von Vorarbeiten, wo ich dann die besten auswähle. Und dann mache ich davon nochmal einen größeren Entwurf, so in der Größe. Und bei Gelegenheit gelingt dann einer und dann mache ich das in 2 Meter. Das 2 Meter machen nachher, das ist dann Spielerei. Die Vorarbeiten. Ja. Das Malen selbst ist Spielerei. Das ist kein Aufwand. Aufwand ist das Konzept, was man da macht. Und dann das Weiterführende. Ich sitze ja nur und schreibe und mache. Umsonst, ich schreibe ja nicht nur für euch. Ich habe ja für mich so eine Kiste voll. Jeder Maler muss schreiben, denn man kann ja nicht einfach denken und mit das alles irgendwo registrieren und dann wieder abrufen. Das geht ja nicht. So einen Computer habe ich nicht im Kopf. Und das muss man aber, das ist nicht so einfach. Das ist nicht einfach. Dann habe ich so viel Zettel. Ja. Gesund ist man auch nicht mehr und so weiter. Naja, und was soll man machen? Ich kann nicht mehr so wie vorgestern. Das ist schon ein bisschen anders jetzt. Ja, in 3 Jahren wäre ich 80. Das macht sich. Ja. Sagen Sie doch auch Gude. Gude? Bei 100 vielleicht, wenn ich das werden sollte. Dann vielleicht setze ich mich hin mit dem Stock, sage Gude. Ich habe mal Alan vorher. Geht jetzt wieder los. Im Winter ist meine Zeit. Im Sommer bin ich Bauer, da muss ich anpflanzen und machen. Und im Winter, aber diesen Winter, was hatte ich jetzt? Ich hatte jetzt zu tun mit Umräumen meiner ganzen Akten und meiner ganzen Zettelage. Tagelang, wochenlang. Wenn man so ein paar tausend solche Zettel hatte, ich bin da noch nicht durch, ich darf gar nicht dran denken, wenn ich da rauskippe. Da würde ich ja alles mal lesen, ja? Ja, da, solche Stapelzettel, dann müssen alle lesen, wo kommt das hin? Das kommt dahin. Das kommt dahin, das da und dahin. Das müsste alles in den Computer eingeschrieben werden. Und dann da muss es ja auch da unten rein. Ja, direkt in